Kann sich noch jemand an Tokio Hotel erinnern? Und will das überhaupt jemand? Hallo, meine lieben Freunde der gezeichneten Geschichte. Ihr seht, ich habe euch eine neue Mad mitgebracht, also von der Neuauflage damals, vom März 2006. Und da ging es unter anderem um Tokio Hotel, Marilyn Manson und Mooshammer hieß der, oder? Ja, wir schauen mal rein. Und wie immer ist das eine Variante aus deutschen Beiträgen, die zeichnerisch so aussehen, wie damals eben deutsche Zeichnungen aussahen. Hier auch wieder Tokio Hotel. Neulich im Backstage-Bereich von Tokyo Hotel. Und dann haben wir halt so Mad Classics, die ein bisschen koloriert sind und übernommen worden von Original Mad, aber halt neulich auf der Al-Qaida-Geburtstagsparty. Eine Eisbombe, ich habe eine Eisbombe bestellt. Ja, das ist der Humor. Und auch hier wieder ganz viel Tokyo Hotel. So wird's gemacht, falls ihr eine hässliche Fresse haben wollt. Strange. Die schärfsten Faschingskostüme des Jahres. Oh, Saddam Hussein. Okay. Wow. Ja. Ja, und hier sehen wir amerikanische Beiträge. Da sehen wir die Qualität ein bisschen anders. Auch aber hier wieder koloriert. Naja. Family Guy ist hier sogar tatsächlich mit drin. Kann man sehen, wie alt das Ganze ist. Ne? Wir sehen Bänder. Und zu guter Letzt, ich hatte schon Sex mit 25 Frauen. Du bist dumm dreist. Ja, gut. Also das war die kurze Reinschau in Tokyo Hotel Mad. Ja. Naja, gut.